Sein alter Koffer ist voller Erinnerungen. Daran, wie der jüdische Junge, der den Nazis knapp entkam, später zum Ankläger im Eichmann-Prozess wurde. Der Koffer begleitete Gabriel Bach, als er mit seiner Familie vor dem nationalsozialistischen Terror aus Deutschland floh. Mit unfassbar viel Glück gelang es ihm, den Holocaust zu überleben. Gute 2 Jahre zuvor saß der Berliner Junge noch im Olympiastadion. Ich war sehr interessiert an Sport. 1936 war die Olympiade. Ich war damals 9 Jahre alt und ich ging sehr oft in das Olympiastadion und habe Sportsachen gesehen. Interessanterweise hatte ich einen Sitz, der 10 Meter entfernt war von Hitler, der auch seinen Sitz hatte. Und der jedes Mal, wenn ich dort war, oder sehr oft auf jeden Fall, hat Hitler 10 Meter entfernt von mir gesessen, was mich auch etwas bedrückt hat. Hitlers wahnsinniger Hass auf Juden war dem 9-Jährigen sehr bewusst. Sein Vater hatte ihn mitgenommen, so konnte er beobachten, wie sich die Nazis mit gigantischem Aufwand als friedlich und weltoffen inszenierten. Olympia unter dem Hakenkreuz war das perfekte Propagandaspektakel Adolf Hitlers. Ich habe im Allgemeinen beobachtet, was Hitler macht. Hitler hat im Allgemeinen gewartet auf das Resultat. Jedes Mal, wenn jemand gewonnen hatte, ist Hitler runtergegangen und hat dem, der Mann, der gesiegt hat, die Hand gegeben, hat geschüttelt und hat gratuliert. Und dann war eines Tages Jesse Owens, der wunderbar gesiegt hat. Und da habe ich auf Hitler geguckt, ich wollte sehen, was er dann macht, da schließlich hier Jesse Owens ein Schwarzer ist, oder war. Und da sah ich, dass Hitler aufgestanden ist, ist aber rasch weggegangen, um nicht runterzugehen, um Jesse Owens nicht die Hand zu schütteln. Die Nazis hassten Jesse Owens. Aber der US-Amerikaner triumphierte, wurde mit 4 Goldmedaillen der erfolgreichste Athlet der Spiele und umjubelter Held der Berliner Zuschauer. Während der Olympischen Spiele schien es, als mache die Nazi-Diktatur eine Pause vom Terror gegen die Juden. Antisemitische Schilder zum Beispiel wurden etwa in Berlin für die Zeit der Spiele entfernt. Ein Täuschungsmanöver. Denn zugleich, während die Welt auf das Olympiastadion blickte, hatte nur 30 Kilometer Luftlinie entfernt in Oranienburg der Bau des Konzentrationslagers Sachsenhausen begonnen. Familie Bach lebte damals in Berlin-Charlottenburg. Vater Viktor, Mutter Erna und Gabriels ältere Schwester Ruth. Wir hatten in jeder Ecke einen Park. Und unser Park, nicht weit von wo wir gewohnt hatten, der Konstanzer Straße in Berlin, da waren Bänke. Rote Bänke, grüne Bänke, gelbe Bänke, auch die gelben Bänke, da mussten wir sitzen, da stand da nur für Juden. Das stand da nur für Juden, da mussten wir also auch da sitzen. Seit 1933 wurde das Leben der Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland systematisch immer stärker eingeschränkt und bedroht. Bücherverbrennung, Boykott jüdischer Geschäfte, Berufsverbote, Ausgrenzung. 1935 traten die Nürnberger Rassengesetze in Kraft. Sie bedeuteten die völlige Entrechtung. Die Situation wurde aussichtslos, auch für Familie Bach. Wir hatten immer die Meinung, wir müssen nicht zu spät Deutschland verlassen, bevor irgendetwas passiert. Wir haben dann beschlossen, 1938 Deutschland zu verlassen. Also 2 Wochen vor der Kristallnacht sind wir nach Holland ausgereist. Mit dem Zug, gerade rechtzeitig. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 zündeten von der NSDAP organisierte Schlägertrupps sowie Einheiten der Polizei und Feuerwehr Synagogen in Deutschland an, zerstörten jüdische Geschäfte und Wohnungen und misshandelten deren Bewohner. Darauf folgten Massenverhaftungen, Deportationen und Morde. Früher wurden die Ausschreitungen auch verharmlosend Kristallnacht genannt. Sie waren so etwas wie der direkte Vorbote der Shoah. Die Familie Bach floh in die zu dem Zeitpunkt neutralen Niederlande. Gabriel Bach war 11 Jahre alt und alles, was er hatte, befand sich in seinem Koffer.
An der holländischen Grenze wurde die Familie von der SS aus dem Zug geholt und dann aber wieder reingescheucht, erzählt Bach. Ich hatte gar nicht so einen leichten Koffer, aber das hat mir irgendwie geholfen. Auf diese Weise, ein SS-Mann kam hinter uns her und hat mich mit seinem Schuh in seinen Hintern gestoßen, mit seinem Bein, und ich flog mit dem Koffer in den Zug herein. Also dieser Kick, dieser Stoß von dem SS-Mann, so grausig es war, das anzusehen und zu spüren, aber es hat mir irgendwie geholfen. Auf die Weise flog ich mit dem Koffer in den Zug herein. Die Flucht vor den Nazis war sehr schwierig. Die Einwanderungspolitik der USA war ebenso restriktiv wie die von Kanada, Großbritannien oder dem britischen Mandatsgebiet Palästina. Für viele jüdische Flüchtlinge war es das zweite humanitäre Drama. Den Nazis zu entkommen bedeutete nicht nur den Verlust der Heimat, sondern auch systematische Enteignung durch den NS-Staat und war mit viel Bürokratie verbunden. Die notwendigen Dokumente haben nicht viele bekommen. Familie Bach hatte das Glück. In Holland waren wir 2 Jahre, 38 bis 40. Und da wieder ist uns etwas Besonderes passiert. Wir haben Holland verlassen, 2 Monate, bevor die Deutschen einmarschiert sind in Holland und Holland besetzt haben. Also wie gesagt, hatten wir auch keine Ahnung. Also auch ein Zufall. Und wir sind dann 1940 sind wir gefahren nach Palästina. Am 10. Mai 1940 überfielen die Deutschen die Niederlande, Belgien und Luxemburg, nachdem sie den Angriff vorher 29 Mal verschoben hatten. Mit der Besetzung begann auch in den Niederlanden der Terror, die systematische Verfolgung und Deportation der Juden. Dies sind Bilder aus dem Durchgangslager Westerbork. Von hier aus wurden die Menschen in die deutschen Vernichtungslager verschleppt. Insgesamt wurden von 1941 bis 1944 aus den Niederlanden 107.000 Juden deportiert. Nur etwa 5.000 überlebten. Die Deutschen ermordeten 3/4 der niederländischen Juden während des Zweiten Weltkriegs. Und da hörte ich, also einige Monate danach, dass, nachdem wir ausgewandert waren, die Deutschen einmarschiert waren, da haben sie alle jüdischen Kinder in unserer Schule getötet. Und von diesen 12 Kindern, die mit mir zusammen waren, ist kein einziger am Leben geblieben. Also ich war dann der einzige Jude, der am Leben geblieben ist, weil wir eben nach Palästina gefahren waren. Der 9-jährige jüdische Junge, der im Olympiastadion hinter Hitler saß, studierte nach Kriegsende Jura und wurde 1961 zum stellvertretenden Generalstaatsanwalt im Eichmann-Prozess berufen. Gabriel Bach hatte den Holocaust überlebt, mit viel Glück. Glück, das 6 Millionen Juden nicht hatten, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Bach wollte Gerechtigkeit. Unmittelbar vor seiner ersten Begegnung mit dem berüchtigten Holocaust-Organisator Eichmann wurde dem Ankläger noch einmal bewusst, wie knapp er selbst der NS-Mordmaschinerie entkommen war. Dann hörte ich, wie Eichmann sich näherte und nah an der Tür war. Und da habe ich doch das Gefühl gehabt, als wie leicht es hätte umgekehrt sein können. Dass man mich, als ich noch ein Kind war, dass man mich als Kind zu Eichmann gebracht hätte. Mich und meine Familie. Und so weiter. Das war natürlich auch ein sehr eigenartiges Gefühl, als ich die hörte, dass Eichmann sich meinem Zimmer näherte. Eichmann wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gabriel Bach wurde später als Richter an den obersten Gerichtshof Israels berufen. Der 94-Jährige lebt mit seiner Frau Ruth in Jerusalem.